Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Ja, da ist es noch. Das kleine Häufchen Asche, das mich an mein noch kleineres Malheur von der letzten Folge erinnert. Aber hoffentlich nicht mehr lange. Denn ihr habt mir geschrieben, mit einer Schaufel oder einem Besen kann man die Asche entfernen. Hier sehe ich allerdings nichts dergleichen in meinen Kisten. Mal schauen, habe ich da noch eine Schaufel hier draußen? Haben wir da eine Schaufel? Da haben wir eine Schaufel. Das ist doch gut. Das ist doch ideal. Perfekt, Asche entfernen. Wunderbar. Alle Beweise beseitigt. Ihr wisst von nix. Zu diesem Unfall in der Küche kam es nie. Den streichen wir einfach. So, wo haben wir sie denn? Die Schaufel, da ist sie. Gleich wieder einpacken. Ja, nachdem es hier so schüttet, könnten wir uns eigentlich überlegen, ob wir uns nicht auch noch eine zweite Regentonne zulegen. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so verkehrt, oder? Die hier brauchen wir. Müllsäcke, 4 Stück. Da sollten wir aber doch welche mitgenommen haben. Normalerweise ja. Ich glaube schon, dass wir da irgendwas eingepackt haben in die Richtung. Da haben wir einen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Vielleicht nehmen wir auch gleich den ganzen anderen Krempel mit. Wobei, Zeltbausatz. Den habe ich ja hier drinnen gelassen, bewusst sogar. Genauso wie den Benzinkanister. So, jetzt brauchen wir allerdings noch mehr Müllsäcke. 3 Stück? Ja, bestens. Dann haben wir eh schon alles beisammen, was wir brauchen. Fehlen nur noch die Bretter und die haben wir definitiv auf Vorrat. Die haben wir nämlich oben. Nehmen wir da gleich noch einen Teil mit, dass wir hier alles schön verstauen können. Ah gut, der Stahlkühlschrank, den müssen wir auch noch rausschaffen. Und was zu trinken bräuchte ich außerdem. Aber gut, jetzt schnappen wir uns erstmal die Bretter. 4 Stück brauchen wir. 1, 2, 3 und 4. So, das war eins zu viel, glaube ich, jetzt sogar. Da habe ich kurzzeitig geschlafen. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Regentonne. Gleich mal bauen. Bestens. Dann haben wir da auch ein bisschen mehr Wasser auf Vorrat. Einen Komposter brauchen wir ja dann auch noch. Und was wir außerdem noch bräuchten, ein paar, ja, Grünflächen hier oben. Das wäre eigentlich auch mal wichtig und erstrebenswert. Jetzt muss ich allerdings mal kurz den Krempel loswerden. Und den sortieren wir natürlich auch fachmännisch ein. Sonst bin ich ja wieder so weit. Kugelsichere Weste können wir hier noch verstauen. Dann haben wir da noch ein paar Karten. Was haben wir denn noch? Nahrung, Waffenkoffer, Näse, der Reisetasche. Die ist sowieso leer, das heißt, die kommt hier dazu, zu den anderen Reisetaschen. Alles fein säuberlich einsortieren. Das ist die Devise. Jetzt packen wir hier auch mal Patronen mit rein, weil es wurscht ist. Okay, der Waffenkoffer hat der. Ah, der hat nimmer Platz. Da hat er aber noch Platz. So, Dosenfutter haben wir außerdem. Und zwar nicht zu knapp. Die Chips können wir eigentlich gleich mal uns reinballern. Und den Rest verstauen wir. Genauso wie die Pasta, weil sonst erinnert mich die nur an den Unfall. Und da werde ich nicht gerne dran erinnert.
Okay, so, Kochtopf. Mann, oh Mann, wir haben so viel Zeug. So viel Zeug, was wir da echt überall gebunkert haben. Ist der Wahnsinn. Gut, das noch gleich verstauen. Ist ja noch so viel Zeug. Aber heute rentiert sich sowieso nicht mehr, dass wir losfahren, weil das war ja sowieso mein Plan, dass wir hier mal wieder ein wenig die Gegend unsicher machen. Und nachdem es jetzt schon 16:40 Uhr ist, ist es sowieso sinnbefreit, wenn wir da jetzt losfahren würden. Da kommen wir nur in die Nacht rein. Und das wollen wir definitiv nicht. So, kurz mal überlegen. Dosenöffner gehört hierhin. Ein Brett auf Reserve haben wir noch. Gut, weg damit. Das und das kann auch weg. Ist ja Wahnsinn, was das Zeit in Anspruch nimmt, das Ganze einsortieren. Aber gut, es ist ja auch für einen sinnvollen Zweck. Darf man ja auch nicht vergessen. Sonst geht's bei mir wieder zu. Wie nochmal was. So, Beta-Blocker hatten wir hier oben, gell? Ah ja, die bringen wir auch noch unter. Sehr gut. Das Taschentuch. Ah, bringen wir nicht mehr unter. So, Knarre noch einpacken und dann haben wir es aber gleich geschafft. Bringen wir auch nicht mehr unter, oder wie? Doch. Allerdings hier die Waffenschränke platzen auch schon aus allen Nähten, also so wahnsinnig viel Platz ist da nicht mehr. Da müssen wir uns eigentlich auch was überlegen. Na, wo ist es denn? Da ist unser Elektrozeug und den Rest schmeißen wir jetzt einfach hier rein. Abgesehen von der Brechstange. Okay. So, alles unter Dach und Fach. Hat ja auch fast nicht lange gedauert. Aber war auf alle Fälle sinnvoll. So, was brauchen wir denn noch? Wie schaut es denn bei unseren Skills aus? Wo haben wir da aktuell keinen Boost aktiv? Beim Kochen beispielsweise. Bei der Humanmedizin nicht, bei der Elektrotechnik nicht. Das heißt, wir müssten sowieso da mal ein Buch lesen, damit es da auch vorangeht. Das wäre wichtig. Und Erste Hilfe wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Mal schauen. Ratta. Humanmedizin, Erste Hilfe. Oh, ich glaube, da habe ich nichts. Schneiderei. Hammer gelesen. Tischlern brauchen wir nicht. Elektrotechnik habe ich auch nicht. Ich habe alles eingesammelt, nur nicht das, was ich brauche. Kann das sein? Das ist auch definitiv so, ja. Super. Ganz toll. Ja, dann nicht. Dann lesen wir kein Buch. Dann machen wir unseren Wagen unten startklar. Ist zum Glück eh nicht mehr so viel drin. Sollen wir den Stahlkühlschrank gleich oben hinsetzen? Aktuell habe ich eigentlich keinen Platz dafür. Wir könnten ihn höchstens hier reinwerfen. Zweites Regal bräuchten wir da. Beziehungsweise, wieso so umständlich? Da haben wir ja auch noch Platz. Da packt man einfach rein. Da packt man auch das ganze Zeug mit rein. Aber halt, die Brechstange brauche ich wieder. Zweckentfremden wir einfach mal die Bar hier kurzerhand. Jetzt hoffe ich, ich habe das richtig reingeschmissen. Naja, gut. Kann ich den mitnehmen? Geht nicht, oder wie? Hier rein? Ah doch, da hat er Platz. Also mal eben hier so ein großer Stahlkühlschrank in der kleinen Bar verstaut, wieso auch nicht. War ein Mini-Kühlschrank.
Gut. Okay. Wieder was geschafft. So, wir können aber was anderes machen. Wir können uns hier mal wieder ein bisschen was anschauen. Woodcraft Episode 2 weiß ich noch gar nicht. Haben wir uns da schon umgesehen? So, das war falsch. Woodcraft Episode 2, das sehe ich doch. Lernmaterial. Woodcraft ist hier nicht. Ist hier Woodcraft irgendwo? Episode 2? Wahrscheinlich ganz unten bei W. Würde man meinen. W für Woodcraft. Ich sehe kein W für Woodcraft. Geht aber auch weit runter. Woodcraft Episode 3 haben wir gesehen. Episode 2 haben wir nicht gesehen. Das trifft sich sehr gut. Denn das gibt uns dann jetzt gleich wieder einen massiven Fähigkeitsschub. Und ja, den genehmigen wir uns auch. Allerdings, da haben wir nur einen Booster von 2,4. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, 2,4. Wir haben das Band gar nicht vollständig gelesen. Schlamperei. Dann holen wir das gleich mal noch. Ja, haben wir nicht komplett studiert. Geht ja mal gar nicht. Geht ja mal überhaupt gar nicht. Weil das wäre natürlich jetzt ein Schmarrn, sage ich mal. Wenn wir uns jetzt diese Videokassette ansehen würden, da profitieren wir dann nicht vom kompletten Booster. Und das wäre echt schade, weil diese Videokassetten, die hauen richtig gut rein. Jetzt sind wir da schon bei 3,2 vom Multiplikator. Vielleicht können wir das sogar 4,8. Das können wir richtig gut steigern. Und das ist auch wichtig. 5,6. Wahrscheinlich geht es auf 6,0. Glatt drauf. Mann, oh Mann. Ist ja schon zappenduster. 6,4 sogar. Okay, wie hoch geht das? Auf 7? Auf 8 ist es sogar gesprungen. Das ist auf 8 gesprungen vom Multiplikator. Ja, Wahnsinn. Okay, also wenn wir uns die Videokassette im Morgengrauen ansehen, jetzt müssen wir uns erstmal hinlegen, dann sollte da was möglich sein. Mit der nächsten Stufe behaupte ich jetzt einfach. Sofern uns die Episode 2 überhaupt noch Erfahrungspunkte gibt. Ich denke aber doch, nachdem wir sie ja noch nicht angesehen haben, sollte das was werden. Aktuell sind wir bei 577. Jetzt warten wir mal oder schauen wir mal, wo wir dann letztendlich rauskommen. Okay, die Glotze läuft. Videokassette reingepackt. Und abspielen. Und natürlich schön hier hinsetzen. Okay, wir sehen relativ wenig bis gar nichts, aber Langeweile geht runter. Okay, geht. Geht es hier nicht weiter, oder wie? Ich glaube, Episode 2 bringt uns nichts mehr. Oder? Nee, bringt uns schon noch was. 577, jetzt sind wir schon bei 677. Also da geht schon was. Man beachte den Balken hier. 777. Der wird jetzt in kürzester Zeit immer voller. Ja, jetzt kam es auch gerade. Tischlerei. Oh, das wäre schön. Das wäre richtig schön, wenn wir hier Stufe 5 schaffen würden. Eine höhere Tischlerei bringt uns natürlich auch was. Dass wir mehr herstellen können. Okay, 977 sind es geworden von den Erfahrungspunkten. Also leider nicht der komplette Stufenaufstieg, aber trotzdem sehr praktisch. Wir können sogar sitzen bleiben und hier die Videokassette rausnehmen. Das habe ich auch noch gar nicht gewusst. Da streckt er sich kurz. Das ist ja mal cool. Ja, die Glotze kann man auch im Sitzen ausschalten. Ja, so kann man es natürlich aushalten. Nicht schlecht. Aber gelohnt hat sich's auf alle Fälle, dass wir uns ein wenig gebildet haben. Also das hat ganz und gar nicht geschadet. So, ich hätte gerne Bolognese. Heute aber
Nur aus der Dose. Nicht aus der Mikrowelle. Eieiei, ich denke, das werde ich mir mit Sicherheit noch ziemlich lange anhören dürfen. Was für ein Bock ich da geschossen habe. So. Wir haben schönes Wetter, es ist 10.30 Uhr. Wir haben alles letztendlich aussortiert, was wir nicht brauchen. Unser Wagen, oder besser gesagt Kofferraum, ist leer. Das heißt, wir müssen das ändern. Wir müssen das ändern und ja, müssen ein wenig die Gegend unsicher machen. Ich wollte ja ohnehin eigentlich hier rauffahren, gell? Ist halt die Frage. Fahren wir direkt da rauf? Oder fahren wir mal woanders hin? Hier oben gab es schon noch ein paar Sachen. Hier hinten waren wir ja auch schon mal. In dem Areal, genauso wie hier. Hier oben, das war die Tanke, die relativ gut besucht war. Und das war das Lagerhaus. Oder wir holen noch mehr Autoteile. Wir machen mal kurz einen Stopp hier drüben. Bei den Autoteilen. Aus gutem Grund, denn ihr seht's, mein Wagen schaut schlecht aus. Und das muss nicht sein. Mann, oh Mann, der hat ja einen Wendekreis. Hier wird er ja schlecht. Zombie mal eben ein paar Meter mitgeschleift, als wäre es das Normalste der Welt. So, da dürfen wir eh gleich hier rein. Oh, da wird es ungemütlich. Oh, da wird es richtig ungemütlich. Seit wann ist da so viel los? Hier beim Autogeschäft. Da waren wir ja schon mal. Packen wir gleich mal fachmännisch ein, oder? Ah, da können wir gar nicht. Wir können gar nicht über die Hebebühne hinten drüber. Das ist ja ganz toll. Okay. Ja, der Besuch vom Autogeschäft. Oder besser gesagt von der Werkstatt. Birgt ein paar unschöne Überraschungen. Ein paar sehr unschöne. Ich wollte doch eigentlich hier nur kurz einen kleinen Abstecher machen. Und nicht mal der ist mir vergönnt. Hier rein, geht das? Ah, geht nicht. Okay. Aber hier geht's rein. Da hätten wir auch ein paar Regale. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Den Laden. Den machen wir leer. Wir waren da ja zwar schon mal. Vor langer, langer Zeit. Aber wir haben da nicht alles mitgenommen. Weil wir schlicht und ergreifend nicht den Platz hatten. Oh, oh, oh. Aber die machen wir gerade einen Strich durch die Rechnung. Die machen wir einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Ja, da sind ja noch mehr. Da sind ja noch... Okay, wisst ihr was? Zurück zum Wagen, Schrotflinte holen. Mir reicht's. Mir reicht sowas von. So können wir hier nicht arbeiten. Oh, du nervst nicht. Wir müssen allerdings kurz zurückfahren, weil ich habe keine Schrotflinte eingepackt. So schlau wie ich war. Aber wir kommen wieder. Weit ist es ja zum Glück nicht. Und hier außerhalb der Stadt können wir auch ruhig ein bisschen getrost rumballern. Da ist es nicht so schlimm. Wenn die Zombies das hören, dann können wir sie zumindest auch gleich aus der Stadt raus locken. Weg von meiner Basis. Das passt also eh ganz gut. So, machen wir es kurz so. Lassen wir gleich laufen. Wir müssen ja auch nicht weit. Mann, wir haben eigentlich schon wieder Kohldampf. So, ich brauche meine Shotgun. Ab auf den Rücken damit. Ich brauche Schrotpatronen. Schrotpatronen. Wo haben wir die? Da haben wir Schrotpatronen. Gleich mal ein paar einpacken. Gut, das reicht.
Nicht zu viel auf einmal. Und noch eben kurz was Gescheites essen. Mais machen wir uns auch noch auf. Mit leerem Magen können wir nicht gut rumballern. So, perfekt. Jetzt sind wir satt, haben einen Heilungs- und Stärkeboost. Unser Spielzeug ist durchgeladen, hoffe ich. Das schaut gut aus. Das schaut sehr gut aus. Na dann. Bringen wir das zu Ende, was wir da drüben angefangen haben. Zombies töten. Säubern. Könnte man es auch nennen. Weg. Der war auch im Weg. Die sind alle im Weg. Die sind alle hier im Weg. Nein. Uiuiuiui. Ich hätte fast das Hauseck schon wieder mitgenommen. So. Darf ich stören, was du da machst oder fragen, was du da machst? Du hast hier nichts verloren, Zombie. Jetzt räum mal auf. So und nicht anders. So, da ist auch noch wer. Bleibt gleich sitzen. Ah, noch jemand. Aber schön durchladen. Immer schön durchladen. Wir wollen ja nicht, dass der Spaß auf einmal ein abruptes Ende hat. Zack. Ich glaube, hinter mir droht Gefahr. Ja, nicht nur hinter mir. Ah, sie kommen. Sie kommen von allen Seiten. Aber das war ja auch der Plan. Es ist ungünstig, wenn sie hinter mir auf einmal daher schleichen. Und dann haben wir ein Problem. Ja, es werden ein paar. Es werden ein paar Zombies, aber wir haben Schockpatronen eingepackt. Oh, 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 oh. Ja, da habe ich was losgetreten. Schön. Sehr schön. Oh, ja, laden. Da war ja was, gell? So, in den Haufen schießen wir jetzt mal rein. Na gut. Aber nicht, wenn sie mich umzingeln. Da habe ich was dagegen. Da habe ich massiv was dagegen. Was? Es wird eine immer größere Horde. So, links oder rechts? Das ist jetzt die Frage. Es sind alle Richtungen verseucht mit Zombies. Ja, die haben natürlich jetzt den ganzen Laden auseinandergenommen. Zumindest können wir rein, ohne Probleme. Da ist noch einer. Nein, ich würde die so gern abknallen gerade. Die standen da so perfekt. Okay, das war nix. Eieiei. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder. Mit mir, der Schrotflinte, den Zombies und ja, noch mehr Schrotpatronen im Gepäck. Das heißt, das kann lustig werden beim nächsten Mal. Macht's gut und danke fürs Zusehen und bis dahin. Servus.